Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes, Amen, gelobt sei Jesus Christus, Ewigkeit, Amen. Glaube ich, an diesen dritten Adventssonntag Gaudete, iterum dico vobis Gaudete, freut euch, wiederum sage ich euch, freut euch dieser Freude der Erlösung, jene Freude, die vollständig sein wird, weil sie nicht mehr genommen werden kann in der Ewigkeit. Hier auf Erden ist es schon auch eine wahre, übernatürliche Freude im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, aber solange wir auf Erden sind, kann diese Freude verlustig werden durch die Sünde. Und diese Freude besteht im Glück der erlösten Seele, im Bewusstsein, dass Jesus Christus durch seine Menschwerdung unsere Sünden auf sich genommen hat und wir in der Wiedergeburt, der Taufe, an seiner heiligsten Menschheit teilhaben und die Verdienste, die er für uns erworben hat, in uns lebendig werden, insofern also als all das, was Jesus Christus für uns und für jeden von uns einzeln und persönlich in seiner menschlichen Seele, in seinen nächtlichen Beten, wo es heißt, mit großen Seufzern und Tränen, dass wir diese Gnaden, die er also für jeden von uns erworben haben, anbetend, dankend annehmen, somit in unserer Seele auch das Glück wach wird und die Freude des unverdienten Beschenktwerdens mit der Erlösung, dass das in uns die größte Freude überhaupt wachrufe, dass der Sinn dieser großen Freude des dritten Adventssonntages. Gewiss, es ist eine Teilnahme, eine Teilhabe. Im vollsten Maß haben diese Freude unser Herr Jesus Christus selber, als er schon vom ersten Augenblick seiner Menschwerdung im allerreinsten Schoß der Jungfrau Maria die Freude empfand, noch einmal in seiner menschlichen Natur, die Sünden des Menschengeschlechtes sühnen zu dürfen und über die Sünde zu triumphieren. Das war Gegenstand einer unbeschreiblichen Freude in der menschlichen Seele unseres Herrn Jesus Christus und dann die Freude, diese Erlösung mitzuteilen. Gewiss, die allerseligste Jungfrau Maria ist dann das einzige menschliche Geschöpf, das im vollen Maße, voll der Gnaden bist du, diese Freude mit dem Herrn geteilt hat. Und wir alle haben Anteil, je nach dem Maß, welchem es uns zugemessen wird, an dieser Freude. Auf jeden Fall, das ist die Freude. Und die Freude auf die Erlösung, über die Erlösung soll an diesem dritten Adventssonntag durchbrechen. Und somit wird rosa Messgewand angezogen, sind Blumen am Altar. Ja, liebe Gläubige, und wir haben an diesem Sonntag Rückschau gehalten. Wir haben Rückschau gehalten auf den zweiten Sonntag im Advent, haben uns daran erinnert, was wir am zweiten Adventssonntag zusammen betrachtet hatten, als wir die Worte des heiligen Paulus betrachteten, die da sagten, dass alles, was in vergangener Zeit geschehen ist und alles, was über die vergangene Zeit geschrieben wurde, gilt uns als große Lehre. Und so hatten wir schon letzten Sonntag die Lehre aus den vielen Prophezeiungen des Alten Testamentes und ihrer
Erfüllungen, nämlich das, was das Schicksal des auserwählten Volkes anbelangt, nämlich immer wieder das in Sklaverei geraten und dann wieder befreit werden, oder eben das von Gott bestraft werden und dann wieder in seine Freundschaft aufgenommen zu werden, oder seitens des Volkes eben immer wieder Gott zu verlassen und von ihm dann bestraft, sich wieder zu ihm zu bekehren. Dass all diese in der Vergangenheit stattgefundenen Begebenheiten einen Sinn haben, der überzeitlich ist, nämlich aus der wirklichen und eigentlichen Sklaverei der Sünde also vollständig und für immer befreit zu werden, und zwar in der Ewigkeit der Glorie, der Anschauung Gottes und der Vereinigung mit Gott. Das heißt, das Eingreifen Gottes in dieser Welt oder das Glück und die Siege, die er uns in dieser Welt beschert. Und er hat uns, nicht nur dem auserwählten Volk, sondern auch der Christenheit, unzählige Siege gewährt. Aber jemand könnte sagen, beim augenblicklichen Zustand der islamischen Einwanderung in Europa könnte jemand fast nicht ohne Sünde sagen, ja, was hat es uns dann genützt, 1683 groß über die Türken gesiegt zu haben in Wien, wenn jetzt mehr Türken in Europa sind als damals. Oh doch, das hat einen Sinn. Denn der damalige Sieg über die Türken, so wie alle anderen Siege über den Islam oder sonstige Feinde der Kirche und Christi, hatten den Sinn, im Augenblick davon befreit zu werden, aber auf die ewige Befreiung des Himmels hinzuweisen, auf das Heil der Seelen vor allem hinzuweisen. Denn als man in christlichen Zeiten den Islam bekämpfte, dann nicht deshalb, weil man Angst gehabt hat, dass man nicht mehr eine Frau mit schöner Lockenpracht durch die Straßen gehen sieht, sondern weil man Angst gehabt hat, den Glauben zu verlieren, weil man Angst gehabt hat, in der Schwäche den Glauben aufzugeben und in die Häresie zu verfallen. Davon ist beim heutigen sogenannten Widerstand gegen islamische Einwanderung keine Rede. Es ist nur ein Bangen um das eigene Wohl und den eigenen Wohlstand, hat mit dem Geist, mit dem wahren Geist der Kreuzzüge, mit dem wahren Geist von Marcus von Daviano überhaupt nichts zu tun. Und in diesem Sinne hatten wir dann heute auch die Lesungen all der letzten Tage, Montag, Dienstag bis Samstag, im heiligen Propheten Isaias gelesen, um zu sehen, wie mit großer Sorgfalt und detaillierter Beschreibung der Prophet den Zorn Gottes voraussagt und beschreibt, wie er über sein Volk ausgelassen wird, dadurch, dass fremde Völker, Machthaber, das Volk versklaven, die Stadt zerstören, den Weinberg zerstören, sogar die Olivenernten weniger werden. Das alles wurde mit großer Genauigkeit vom Propheten Isaias beschrieben und dann aber auch immer wieder hinzugefügt, wie Gott dann in seiner Barmherzigkeit sein Volk, Jakob heißt es, erlöst und rettet und wieder in seine Stadt zurückführt, so wie er es getan hat nach der babylonischen Gefangenschaft. Und so lesen wir am heutigen Sonntag im Prophet Isaias, dass eben der Herr als Schutzwall und Mauer des Sions, das heißt also der heiligen Stadt, den Retter selbst gestellt hat. Und da sagten wir, das ist wohl der große Sieg, wenn, so wie es der heilige Pius X. wollte, alles in Christus erneuert, wieder das soziale Königtum Jesu Christi errichtet wird als Schutzwall und als Garant auch des politischen, des wirtschaftlichen, des zivilen Lebens. Und trotzdem fügten wir hinzu,
Das alles aber im Hinblick auf das ewige Jerusalem, im Hinblick auf das ewige Glück, in welchem wir als Mitglied des mystischen Leibes Jesus Christus teilhaben an der göttlichen Menschheit Jesu Christi, ewig frohlocken werden, indem wir den Vater glorifizieren und ihm in alle Ewigkeit anbeten werden, unendlich dankbar sein werden für die Verdienste, die er in seinem Leiden für uns erworben hat und die wir mit seiner Gnade angenommen haben und mit den Werken hier auf Erden umgesetzt haben und somit uns die Erlösung angeeignet, erworben haben. Das ist, liebe Gläubige, der Grund der heutigen Freude und das ist die Gnade, die wir uns wünschen, die ich euch wünsche, insofern die Wege des Retters zu bereiten, so wie sie der heilige Johannes der Täufer einfordert, die da sind, Jesus Christus selbst, denn er ist selber der Weg. Und zwar seine heiligste Menschheit ist der Weg. Das Denken, Wollen, Fühlen, das Seufzen, das Weinen, das Sehnen, das Bitten für uns, seitens Jesus Christus, den Vater, den er in seiner Menschheit anbetet. Das ist der Weg. Und an diesem Weg sollen wir teilhaben und haben wir Teil über die Taufe und sollen selber unser Seufzen, unser Weinen, unser Sehnen, das Sehnen, das Weinen, das Seufzen, das Beten unseres Herrn Jesus Christus werden lassen, damit wir eins mit ihm, in ihm, uns rettend den Vater verherrlichen, nicht aber ohne, dass all diese Gnaden auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria erlangt werden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit. Amen.